Ich kann drei im Cockpit sehen. Die Wache könnte Probleme machen. Wir müssen einfach improvisieren. Macht es euch bequem. Unser nächster Halt ist Portsmouth. Und dann folgen einige unaufregende Tage nach Amerika. Rauchgranate. Auf ihr Zeichen. Okay, los geht's. Im Frachtraum merke ich kaum, dass wir in der Luft sind. Aber hier... Wir beschlagnehmen das Schiff im Namen der Freiheit. Percival, das Cockpit ist gesichert. Lafayette bleibt am Steuerruder. Wie ist euer Status? Lord Hastings ist in der Nähe des Ballsaals hinter eurer Position. Wir versuchen ihn zu finden. Kommt schnell hierher. Bestätigt. Ich melde mich, sobald ich mich umgesehen habe. Nicht vergessen, immer ein ruhiges Händchen am Ruder. Überlassen Sie das mir. Okay, ich überlasse das dir. Na gut, schauen wir mal, ob wir noch irgendwo was hier finden können. Wir sind ja jetzt ja ziemlich durchgelaufen hier quasi. Die Wolken. Und das Land ist ein bisschen matschig, kann das sein? Aber das ist einfach nur Unschärfe darstellen, glaube ich. Da würden wir uns auf die Innenseite konzentrieren. Und auch, die sieht schon wesentlich besser aus. Die Lichter von London. Sie leuchten uns einen Weg. Okay. Verdammt. Immer die Tür zum Funkraum abzuschließen. Wer ist denn da unterwegs? Hallo? Da oben lief doch noch einer rum. Und weg. Okay. Hier ist Sicherheitsabteilung. A4 ist nicht zum Schichtwechsel erschienen. Ist Bailey noch oben bei euch? Nein. Er ist vor ein paar Minuten raus. Vielleicht macht er eine Zigarettenpause. Sie klingen mir nicht bekannt. Ist der Captain zu sprechen? Er ist am Steuerruder. Beschäftigt. Steuert das Schiff. Ich schicke jemanden zu Bailey. Wenn das alles ist, wir müssen zurück an die Arbeit. Bis dann. Na gut. Ja, das war ein bisschen einfach, oder? Aber war ja klar, dass irgendwann auch einmal danach gesucht werden muss, oder? So, das klappt erstaunlich gut. Und zack, Tür auf. Warum verschließen hier mitten im Flugzeug so eine Tür? Das kann man Leben und Tod abhängen, wenn man hier nicht durchkommt. Vorne sind wieder zwei Wachen. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halt dich am besten von den Docks fern. Ich danke Ihnen für die Dienste, die Sie alle unserem Königreich geleistet haben. Ihre selbstlose Arbeit bei der Realisierung dieses Traums, beim Bau dieses herrlichen Schiffs, wird niemals vergessen. Die Agamemnon ist ein Beweis britischer Genialität. Sie ist nicht nur das größte Luftschiff aller Zeiten. Sie stellt noch dazu den Gipfel der Ingenieurskunst und der Luftschiffarchitektur dar.
Dieser Leviathan wird als Sinnbild des Fortschritts und der Zukunft in die Lüfte steigen. Er steht für die britische Überlegenheit am Himmel. Dass unser großartiges Königreich am Ende dieses Jahrhunderts vor dem Anbruch einer neuen Ära unsere Welt anführt, ist ein Zeichen der Zeit, das niemand übersehen kann. Mit dem heutigen Stapellauf der Agamemnon nehmen wir unseren Platz an der Spitze der Welt ein. Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwall postiert. Nur ein Gerücht. Aber halte dich am besten von den Docks fern. Und wenn nur ein Fünkchen Wahrheit dran ist, sprich besser nicht drüber. Ja, stimmt wohl. Ich will keinen Ärger kriegen. Ob das welche von den Rebellen sind? Das klang mir gerade so verdächtig. Hier vielleicht noch irgendwo was? Nee. Da kommen wir nicht durch. Sie sind unübersteigbare. Was auch immer. Übersteigbare Kästen. Da ist nix. Lalala. Kommt der hier durch? Na toll. Morgen Doppelschicht mit Callum. Hey, du! Okay, das klappt anscheinend also nicht. Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht ein bisschen von hinten ansteigen, aber es geht nicht, es wollte nicht. Es war da voll von hinten, Mensch! Hast du gehört? Die Company hat Scharfschützen in Blackwood. Okay, diesmal gehen wir von hier hin. Von hier da dran. Oh. Hallo. Oh, lecker. Ist die andere Wache hin? Da hinten. Na komm, mein Freund. Und weg! So, und schon können wir uns ein bisschen freier umschauen, glaube ich. Das waren ja nur die zwei hier. Die zwei, die vielleicht zur Rebellion gehören. Und ich meine, die Docks haben wir auch auf dem Zettel gelesen, ne? Da hieß es auch irgendwas von den Docks. Einer der Orte, die noch nicht durchgestrichen waren, bei den Rebellen im Krankenhaus. War das schon Krankenhaus oder das noch woanders? Ich glaube, das war in einem Gebäude davor. Und weiter geht's. Die Musik, ne? Ist aber schön. Die Kantine. Es gibt Essen. Soßen. Erbsen, Chilis, Bohnen. Und all so ein Zeug. Fleisch. Ja, natürlich gibt's Fleisch. Gab es damals schon Veganer und so ein Kram? Gab es das damals schon? Oder ist das nur ein neumodischer Kram? Ich habe keine Ahnung. Was, Pizza? Ja, ist ein Stück Fleisch, ein bisschen aus der Pizza. Aber gut. Man weiß ja nie, was es hier alles so zu essen gibt. Ich bitte. Die anderen in Position. Ei, unser Lord Hastings dürfte so klug
wie zuvor sein. Lord Hastings? Scheinen wirklich hier Rebellen zu sein, ne? Hallo? Irgendeine Zeitung wieder? Na, die India Company Leiter der Kommission dient. Pervasive. Wie immer, ihr dürft euch durchlesen, wenn ihr möchtet. Und da hinten ist auch noch irgendwas. Ich sehe es durch die Tür. Ach, das ist eine Tür. Okay. Noch mehr Schlafkajüten. Dann müssen sogar in der Hängematte pennen. Nicht genug Platz. Für ein ordentliches Bett. Ja, so ist es in so einem engen Schiff. Hat was von einem U-Boot, ne? Nur ein bisschen luftiger. Wahrscheinlich ist es ja nicht. Entweder ist es hier total warm oder es ist kalt hier. Percival, es gibt ein Problem. Lucan ist an Bord. Mein Bruder? Was macht der Ritterkommandant hier? Alles scheint problemlos abzulaufen. Ja, Sir Lucan, recht problemlos. In ein paar Stunden sind wir in Portsmouth. Tatsächlich. Und dann auf nach Amerika. Verdammt! Er sollte die Leute eskortieren, bis das Schiff die Grenze erreicht. Sollte er nicht besser informiert werden? Und riskieren, die Rebellen zu warnen? Gerlard hat recht. Alistair wird nicht erfreut sein, nicht eingeweiht zu sein. Darum kümmern wir uns später. Er kann uns vielleicht noch helfen, weil es die Situation erfordert. Wir fahren den Plan fort. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich einen besseren Aussichtspunkt habe. Position. Feuer einstellen, bis wir ein Ziel bestätigt haben. Bestätige eingestelltes Feuer. Die Rebellen benutzen gestohlene Uniformen der Kompanie. Sie sehen aus wie Wachen. Wachen ohne korrekte Rangabzeichen. Die Uniformen in Whitechapel hatten keine Schulterstücke. Also gut, jetzt suchen wir also die. Kein Abzeichen. Percival, wir haben einen Rebellen im Erdgeschoss. Verstanden. Weitersuchen. Dreh dich, ich sehe nichts. Haben wir hier nur zwei oder was? Kann die richtige Schulter nicht sehen. Zeichen. Percival, die Wache oben auf der Treppe ist echt. Gut. Weitersuchen. Mist, kein Abzeichen. Ein Rebell auf dem Balkon gegenüber. Bestätigt. Untersucht sie alle. Abzeichen bestätigt. Die Wache bei Hastings ist überprüft. Ausgezeichnet. Untersucht die restlichen Wachen. Das war der letzte. Gut. Eliminiert alle Bedrohungen. Bestätigt. Waffe geladen. Weidmannsheil. Lucan! Rebellen! Holt Hastings da raus! Bringt ihn hier raus! Hastings ist entkommen! Braucht Verstärkung! Alle wollen Plan B! Percival, das Ziel ist getroffen! Rebellen im Anmarsch! Ich brauche Hilfe! Verstanden! Wir stoßen zu dir!
gleich umgezogen. Ja. Upp, 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 upp. Oh, eine Mauser. Wow. Wo hockt ihr rum? Wow! Die ist aber... Und nachladen! Und schön nachladen, immer schön nachladen. Ach shit, ich kann nur noch reinzoomen. Oh Gott, der schießt aber... Ja, ihr traut euch nicht raus, ne? Und zack! Jetzt besser nicht rausgeguckt, mein Freund. Natürlich Abschuss! Zeig keinen Arm. Arm gezeigt. Ziel ausgeschaltet. Ist hier noch irgendwo einer? Sieht nicht so aus, ne? Warte mal, dass das so keine Mini-Uzi ist, ne? Hätte ich nicht gedacht. Oder so, als sie hier funktioniert. Also ich höre ihn noch rufen, aber ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich, wenn ich runterkomme. Brandwaffen an Bord eines Luftschiffs. Oh, du Penner! Du Penner! Da kam der da einfach so raus. Habt ihr das gesehen? Boah, da kam der einfach so da raus. Ich kann sehen, wo sie herkommen. Versperre ihren Zugang um jeden Preis. Der kommt rein. Ich gebe dir Deckung. Ja, verdammt. Na, mein Freund. Wer schreit denn da noch? Okay.
Wahnsinnige. Brandwaffe eines Luftschiffs. Wo schießen wir? Na komm. Na? Okay, okay, okay. Das ist eine andere Schrotflinte als eben, oder? Verfluchter Mist! General, die Rebellen leisten heftigen Widerstand! Genug, um uns in Bedrohung zu bringen. Wo zum Henker schießt der Kerl? Oh Gott, hier liegt sogar Blut. Du nach, von wo schießen der von oben oder was? Ich höre auf jeden Fall hier rumknattern, aber ich sehe ihn nicht. Muss doch irgendwo über mir sein, oder? Hier vorne ist er. Ich habe keine mehr. Liegt hier irgendwie was? Nö. Meine Freunde, die Wache der Kompanie sind in Alarmbereitschaft. Ich fürchte, diese Amateure schießen bei Sichtkontakt. Ja, natürlich tun sie das, denn sind Amateure. Amateure an Bord eines Luftschiffes. Liebe Freunde, ich würde sagen, das war's auch mit The Order 1886. Vielleicht wollte gar nicht ins Menü. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Mascha. Ciao, ciao.